der Meisterschaft der Shortcarver. In allen Altersklassen wurden die Medaillenränge erreicht. Der Bungalowlift in Tarents. Wo sonst veranstaltet man Skiereignisse wie die Tiroler Shortcover-Meisterschaft 2007? Ich freue mich als Bezirksvertreter, freue mich ganz besonders, dass es so kurzfristig möglich war, diese Tiroler Shortcarving-Meisterschaft hier im Bunkerloch in Tarents durchführen zu können. Es ist einfach gut gearbeitet worden, es sind die Verhältnisse sind in Ordnung und so ist es eigentlich eine Mordsfreiheit, dass es in diesem extremen Winter doch zu einer Veranstaltung in dieser Größenordnung kommt, die Tiroler Shortcarving-Meisterschaft, dass man das da hinbringt. Also da muss ich der Union Tarents recht herzlich Dankeschön sagen und wie gesagt, also, das haben sie ganz bärig hinbracht. Shortcarving ist eine eigene Sportart, die eigentlich schon sehr stark im Kommen ist und einige Jahre zurückreicht. Das sind die Kurzski, sind das, also nicht jetzt die Carving, die länger, sondern echte, die maximal 90 cm lang sind. Die Fiegler zum Beispiel, um da ein Gefühl zu kriegen, die sind natürlich noch viel kürzer. Die sind also im Mittelbereich drinnen und es werden internationale Veranstaltungen durchgeführt. Es werden Europameisterschaften durchgeführt und österreichische Meisterschaften und das schon seit Jahren und der Zulauf ist eigentlich da sehr stark. Man sieht es auch an der Qualität, die heute wieder da ist und das ist sicher eine Geschichte, die aufsteigend ist. Wenn man heute die ganzen Verhältnisse anschaut, wie sie landauf und ab derzeit sein, sind wir vom Tiroler Skiverband sehr dankbar, dass die Union Tarents da das Rennen, die Tiroler Shortcarving-Meisterschaft durchführt. Und da im Bunkerloch, das ist ein kleiner Geheimtipp, was die Pistenverhältnisse anbelangt. Ich kann es zwar nicht ganz glauben, dass das wirklich ist, aber wir haben den ersten Durchgang schon sehr gut durchgebracht und kann nur gratulieren zu einer guten Piste. Der Tiroler Skiverband ist im Bereich Shortcarving sehr stark vertreten. Es sind zum Beispiel heute da mehrfache Europameister, es sind da österreichische Meister mehrfache, es sind da Austria-Cup-Sieger. Es ist eigentlich die Creme de la Creme, wenn man so im Fachgesprissen sagt, sind heute da in Tarents im Bunkerloch am Start. Und wir haben da im ersten Lauf schon sehr gute Leistungen gesehen. Es ist ein sehr anspruchsvoller Kurs, weil der Hang relativ steil ist und ziemlich eine harte Piste, Kunstschnee. Und da können wirklich nur die besten gewinnen heute. Ja, selber fahre ich auch überall noch mit. Und im ersten Lauf ist es eigentlich ganz gut gegangen. Bin ich bei den Schnellsten dabei. Jetzt hoffe ich, dass der zweite auch noch halbwegs läuft. Es macht Spaß und das Nette bei unseren Rennen ist, dass zwar das Rennen selber auch genauso ein Stopplauf wie ein Skirennen, aber das Drumherum ist einfach mit mehr Spaß verbunden und Kameradschaft zählt bei uns noch ziemlich und ist ein Mordsgaudi. Zum Abschluss